Weihnachten kommt immer näher. Weil jetzt gibt es wunderschöne Weihnachtsdesigns im Shop. Winterpullis oder Ilias Welt Lebkuchen. Oder das neue Winterwonderland von Ilia und Arwen. Damit kann ein gemütliches Weihnachten kommen. Und jetzt ganz neu! Kuschelige Tierchen mit T-Shirts zum Wechseln und Sammeln. Iliaswelt.shop. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nur mit der Arwen. Heute wollte ich euch mal meine eigene Abendroutine zeigen. Und es ist jetzt so im Winter, dass es schon früher dunkel wird. Und für mich, also um 8 Uhr am Abend ist es dann schon so, dass ich total müde bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bin ich schon so müde, dass ich dann so ins Bett gehe. Und als erstes, weil wenn es dann schon dunkel draußen ist, gibt es ja nichts Tolles mehr zu sehen draußen, mache ich meine Rollos runter, weil was soll ich denn da noch sehen? Nur dunkel. Außer die Spiegelungen von meinem Zimmer. Also, meine Rollos runter. Im Sommer ist es so, dass ich sie manchmal nicht runtergebe, weil es dann noch, also erst später dunkel wird, so um 21 Uhr oder so. Und da gibt es dann draußen noch was zu sehen. Das ist immer schwierig. Ich muss immer meine Pflanzen runtergeben. Totale Arbeit. Jetzt steht alles im Weg. So, jetzt. Und es ist dann so, weil ich habe dann keinen Platz mehr da, muss ich die dann einfach irgendwo hinstellen. Aber wenn ich dann in der Früh wieder die Rollo aufmache, ist es so, dass ich sie wieder draufstelle. Da habe ich dann die Zeit dafür. Und es ist so, dass gehe ich halt, da habe ich eigentlich schon Abend gegessen. Dann ziehe ich mich um in etwas Gemütliches, damit ich dann schlafen gehen kann. Aber es gibt dann eine wichtige Sache, das ist wirklich immer so, weil ich habe jetzt irgendwie das Fieber gekommen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe das mal früher angefangen, aber da habe ich dann irgendwann aufgehört, da habe ich 2 Seiten geschrieben und habe ich aufgehört. Das war ein ganzes Buch, voll schön. Und ich habe ein neues Tagebuch angefangen und das werdet ihr dann auch noch sehen, wie ich das gestalte. Aber jetzt ziehe ich mich mal um. In den Wintermonaten habe ich es immer gerne kuschelig und warm. Und wenn jetzt langsam, weil wir dürfen ja nicht vergessen, in ein paar Wochen ist ja schon Weihnachten, also ich glaube in 6 oder so, habe ich es immer schon gerne weihnachtlich. Und dafür habe ich was richtig Schönes. Und zwar hier. Dieses coole T-Shirt. Da sind Engel drauf. Wir. Und dieses T-Shirt ziehe ich jetzt als Pyjama an. Wow. Ist doch voll schön. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit an meinem Schreibtisch. Und zwar für mein Tagebuch. Wenn ich mein, also ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, endlich mein Tagebuch zu schreiben. Weil dann immer alle meine Ideen können da reinfließen. Und alles, was ich erlebt habe, schreibe ich auch da rein. Und das Gute ist, hier übrigens, so sieht's aus. Und hinten ist es auch so. Das sah nämlich davor richtig komisch aus. Und das habe ich und die Ile dann sehr schön verschönert. Da haben wir auch so ein Band dann drauf gegeben mit so Nadeln. Und heute, ich lasse mich immer inspirieren von meinem Tag und lasse dann alle Ideen da reinfließen, damit ich sie alle da reinbauen kann. Und heute waren wir noch vor Sonnenuntergang mit den Laternen, weil St. Martin fest war, waren wir noch eine Runde spazieren. Und ich habe mir jetzt gedacht, weil Laternen sind ja eigentlich, weil da Feuer drin, eine Kerze drin steht und außen ist es ganz schön bunt und da kommt dann das Licht so raus, habe ich mir gedacht,
so orange-rot Farben oder so. Und dann werde ich auch so eine Laterne reinzeichnen, wo entweder Sterne oder irgendwas rauskommt. Auch. Und das mache ich jetzt da rein. Schaut mal, so schaut mein Tagebuch aus. Also ganz schön, da habe ich auch immer so Blumen, die ich da reinklebe. Und da habe ich dann angefangen mit Farben. So, und jetzt mache ich hier die Laternenseite. So, ich habe hier bei meinem Bett, habe ich hier so ein Regal. Und da habe ich so verschiedene Ordner drinnen. Und hier im ersten Ordner habe ich hier dieses Buch. Da steckt alles drinnen. Das ist schon ein bisschen, weil alles so durcheinander ist. Aber da habe ich die Sachen. Sticker, dann habe ich hier noch was, wo man das dann zerreißen kann und dann da was schreiben kann. Ganz viele Sachen. Dann habe ich auch hier so Sachen, wo was draufsteht. Das biege ich auch manchmal hin. Das sind zum Beispiel hier diese Sticker oder diese hier. Aber die Ilia hat auch noch so ein Stickerbuch, wo ich auch ganz gerne Sticker hole. Das hole ich dann jetzt noch. Aber jetzt hole ich mal kurz die Blumen. Und zwar, ich habe hier auch nochmal meine Bäumchen da. Hier noch so ein bisschen was. Und da habe ich hier... Hier habe ich einmal schon, dass das schaut ein bisschen aus, weil das alles schon verwurschtet. Da sind zum Beispiel Türkise, da habe ich Rosa und da ist auch eine Lilane, da ist auch noch Türkis. Und hier, ich zeige euch das ganz kurz, so sahen alle aus. Also hier habe ich Türkis gehabt, hier habe ich dann Lila und Rosa und so gehabt und auch Rot. Und ich glaube, ich packe die jetzt aus, weil es ja rot ist und orange. So. Ich mache die jetzt mal auf. Ich traue mich das irgendwie nie, weil ich Angst habe, dass ich dann die Blumen zerreiße. Ich mache das... Warte. Warte, ich mache es mit einer Schere. Ist besser. Oh, und das hier, das ist noch von gestern. Das ist immer so bei mir, das klebt immer drauf. Und da haben wir die Farben, die wir heute brauchen. Und wenn wir hier jetzt das hier runterziehen, da sind jetzt auch noch Blumen, haben wir die Blumen. Und jetzt hole ich ganz kurz das Buch, was ich brauche, von der Ilia. So. Das habe ich hier in der Lade. Da, das ist dieses Buch hier. Ich zeige euch das ganz kurz hier. Das sind nämlich ganz schöne Sticker, so Pastellfarben und so. Und dann brauche ich noch ihre Stickermappe, wenn ich schaue, wenn ich sie finde. Da. Hier sind nämlich ganz viele Sticker drinnen. Wir haben nämlich so eine Stickermappe gemacht und da tauschen wir auch manchmal. Also früher haben wir das voll oft gemacht, jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe auch eine, da schaue ich dann auch nochmal hin. Da sind ganz viele, schaut mal. Da werde ich sicher was finden. Ah. Und die Filzstifte brauche ich noch. Ah. Oh, oh, die Idee kommt. Schnell raus hier. So. Ja, das ist hier sicher immer ein ganzer Stau. Was hier, weil ich habe hier dann nie Platz, weil hier dann alles aussieht. Und dann muss ich immer aufräumen und so. So, ich gebe das jetzt mal dahin. Ah, und weil ich habe hier noch eine alte, also eine Box, wo Karteikarten dran sind. Wenn ich sie aufbekommen würde. Und da, ja, da. Orange. Weil wir brauchen hier Orange. Und da schneide ich dann sowas. Warte, ich zeige euch das. Circa wie das hier zum Beispiel oder das hier aus und dann klebe ich das daher. Ich habe jetzt alles benannt und jetzt fange ich an. Das reimt sich. Also gut. So, ich beginne mal hiermit. So, also als erstes nehme ich jetzt mal dieses Papier und zerreiße es. Circa so und dann kann man das nämlich hier circa dann so ankleben und dann kann man da was hinschreiben. Dann kleben wir das so drauf.
drauf. Ich mache es auch manchmal so, dass es da drüber steht. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Orangenes oder Rotes finden. Ich nehme das hier. Das ist hier zum Beispiel noch diese Sternschnuppe. So, jetzt hole ich meine, ich mache jetzt mal die Blumen. Die hier ist schön, weil ich habe jetzt nur Orangenes bis jetzt und da kann ich jetzt auch noch was Rotes. So, und jetzt geht's ans Malen. Ich habe mir jetzt was schon überlegt, weil ja Laternenfest war. Und jetzt male ich hier einfach mal so einen Stock hin. Also hier wie ein Stock circa. So, und dann ist hier so ein Band. Das ist das Band von der Laterne. So, und jetzt kann man da Sterne und so drauf malen. Hier noch eine Monde, weil es gibt zwar nicht zwei Monde, aber bei der Laterne kann man das so machen. Und jetzt male ich es an. So sieht das jetzt aus. Und ich habe ja gesagt, dass aus dieser Laterne ja irgendwas rauskommen soll. Und ich glaube, ich mache Noten, weil wenn man ja mit der Laterne geht, singt man ja auch Lieder. Und deshalb mache ich da jetzt Noten. So. Und jetzt mache ich noch so mit einem Feinliner hier überall solche Striche hin. Die können so irgendwie gehen. So. So, und jetzt mache ich das so. Sieht auch cool aus. Und jetzt habe ich hier diese Sticker. Und die klebe ich jetzt auf die drauf, als würden die Sterne vor dem Planeten sein. Geht sich jetzt nicht so aus, aber das passt so, wenn da so ein bisschen weg ist. Aber das sieht richtig cool aus. Guckt. Das schimmert so. So, und jetzt schreibe ich hier noch was hin.
So, das ist die fertige Laternenseite. Also ich finde sie richtig schön. Hier mit so Planeten und Sterne darüber. Und dann habe ich hier noch einen Faden gezogen, als wäre das so eine Schnur mit genäht halt so. Dann hier die Laterne, wo die Noten rauskommen. Hier, wo Tag steht. Dann habe ich hier noch so einen Wecker gemalt. Der ist nicht so schön, aber ja, dann haben wir hier noch so einen Sticker. Hier haben wir mehr Sticker als gezeichnet. Hier haben wir die Zeichenseite. Und dann kann man hier schreiben. Hier haben wir Sticker. Die Blumen haben wir auch natürlich. Und da habe ich hier noch was hingeschrieben. Es war einfach wunderschön. Und ja, das ist die fertige Seite. Wie findet ihr sie? Sie ist doch richtig schön, oder? Ich habe mir gedacht, der Spruch passt sehr gut, weil der heilige St. Martin hat ja auch seine Mantel geteilt und hat es einem Armen gegeben. Und beide waren nicht mehr kalt und sie waren beide glücklich. So. Guck mal, das sind unsere neuen Pölster, ganz schön weihnachtlich. Und das ist unser Hase. Da gibt es immer auch T-Shirts und den kann man dann das auch wechseln. Also die T-Shirts kann man für den Hasen dann sammeln. Ist doch voll süß. So. So. So, das ist das Buch, was ich gerade lese. Das ist Mio, mein Mio. Und wisst ihr, auf welcher Seite ich schon bin? Auf Seite 52. Und ich habe, glaube ich, vorgestern angefangen. Also, ich habe das letzte Mal, glaube ich, 30 Seiten gelesen. Also. Und jetzt mache ich immer nur 5. Ich habe einmal immer gemacht, dass ich immer 10 Seiten an einem Tag lese. Und das mache ich auch manchmal. Aber ja, ich lese jetzt weiter. Ach, meine Haare. Abend, Mama schickt dir noch eine Butter. Ah, hallo. Gute Nacht. Danke, gute Nacht. Den klebe ich immer unter meine Füße, also unter meine Bettdecke, damit meine Füße ganz schön warm sind, weil ich habe sie gerne kuschelig. So. Ah, ist das angenehm. Ah, meine Füße sind ganz kalt und jetzt diese warme Wärme. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man eine Abendroutine hat und man kann dann gleich, wenn man das gemacht hat, gleich viel besser schlafen. Auf jeden Fall, das ist meine Abendroutine. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schreibt mir, was ihr so am Abend macht bei eurer Abendroutine, falls ihr eine habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!